Hat doch geklappt. Wieso sollte es auch nicht klappen? Kann es sein, dass ich wirklich hier vorne, also in diesem Raum, ein bisschen helleres rotes Kleid anhabe? Oder liegt das einfach nur daran, dass es überall anders dunkler ist? Na? Komm her! Oh. Oh. Scheiße. So. Rätseln. Keine Zeit zu verlieren. Nein. Wir haben doch keine. Hallo? Aua. Muss nur die Zeit überstehen, ne? Erfolg. Ups, Entschuldigung. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Ja, und ich habe eine neue Rose bekommen. Wie schön. Wie schön. So, und wenn das Ding jetzt gespeichert hat. Ist es hoffentlich. Nein, hat es nicht. Oh, Scheiße. Das war eine Dummheit. Eine große Dummheit. Yeah. So, wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Wieder in den Darmtrakt. Was habe ich bekommen? So gut wie gar nichts. Super, und dafür gebe ich meine kostbare Spielezeit aus. Wie komme ich jetzt da entlang? Also ich muss... Nein. Hier ist auch keine Schnauze. War ich hier schon? Nein. Super. Ach ne. Ich wollte aber eigentlich noch da hinten hin.
Scheiße. Das Spiel ist doch sowas von ekelhaft. Ach. Jetzt hat das Ding auch nicht getroffen. Aha. Wieso bin ich jetzt auch noch dagegen geflogen? Schön. Na? Komm her und zeig dein schwabbeliges Gesicht. Ha. Kann ich nicht einfach da drüber springen, wenn ich hier einen Hut hinsetze? Ja. Super. Und dann weiterspringe und hier nach oben springe, ohne dass irgendwas passiert. Verdammt nochmal. Der hängt da. Wieso? Verdammt nochmal. Kannst du nicht einfach den Hut dahin hängen? Ja. So, wechseln. Und kloppt das Blut aus ihm heraus. Mir noch die restlichen Zähne. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. So, Schwein? Ich hab's doch gerade eben gehört. Zu spät. Schade. Oh, So, rein mit dir und lauf. Fein. Und lauf wieder zurück. Nein! Bumm. Ich weiß nicht genau, aber ich habe ziemlich viele Tode schon hinter mir. So. Lauf, lauf, lauf! Ja. Zu spät. Wie würde ich da hochkommen? Nein. Nein. Ach so. Ja, natürlich. Einmal hier was hinlegen. Warten wir ein bisschen. Dann springen wir da drauf. Springen hier drauf. Und sind da. Ist doch ganz einfach. So. Zack. Jetzt müssen wir es gleich auf der anderen Seite machen. Zack.
Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Springen natürlich daneben. Aber es ist ja... Oh mein Gott, hat das Spiel gerade geruggelt. Egal. Geruggelt, geruggelt. Ah, also wahrscheinlich da hinten schon gewesen. Schade. Kann ich nicht mehr zurücklaufen. Und ein neues Rätselspiel. Scheiße. Nein. Wie dumm kann man nur sein? Starten. Zu der Seite, zu der Seite. Weitergehen. 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 Scheiße. Starten. Zu der Seite. Zu der Seite. Weitergehen. 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 Ja. Das ging noch mal schnell. Perfekto. Oh, und wir haben eine Inferno-Tür. Nenne ich sie mal einfach. Ich liebe diese Türen. Und da kommt immer was Komisches. Los geht's! Liddell. Scheint das auf allen Türen? Sie erinnert sich. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Oh. Jetzt wird das Ganze allmählich klar. Ihr Gedächtnis wird klarer, das Wunderland wird gerettet. Und damit würde ich sagen, hören wir für heute auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber wenn nicht, ist egal. Wenn doch, guckt weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.